Hermann Hesse, auch unter dem Pseudonym Emil Sinclair bekannt, war ein Pionier der literarischen Selbstreflexion und hat uns durch seine Figuren tief in die menschliche Psyche blicken lassen. Seine Worte sind nicht nur Erzählungen, sondern auch Wegweiser für Suchende. In diesem Video begeben wir uns auf eine Reise durch seine prägnantesten Zitate. Du wirst schnell merken, dass Hesses Welt auch ein Stück deiner eigenen ist. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt. Wissen kann man mitteilen, Weisheit aber nicht. Man kann sie finden, man kann sie leben, man kann von ihr getragen werden, man kann mit ihr Wunder tun, aber sagen und lehren kann man sie nicht. Wer nicht in die Welt passt, der ist immer nahe dran, sich selber zu finden. Man braucht vor niemand Angst zu haben. Wenn man jemanden fürchtet, dann kommt es daher, dass man diesem jemand Macht über sich eingeräumt hat. Jeder Mensch ist ein Künstler, aber er muss sein eigenes Leben gestalten und seine eigene Kunst machen. Wer sich selbst treu bleibt, wird immer den richtigen Weg finden. Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Intellektuelle Erkenntnisse sind Papiere. Vertrauen hat immer nur der, der von Erfahrenem redet. Nur das Denken, dass wir leben, hat einen Wert. Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was zu lernen sich lohnt. Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne in der Welt beruht auf Geduld, braucht Zeit, braucht Stille, braucht Vertrauen. Unduldsam sollte man nur gegen sich selber sein, nicht gegen andere. Alles Wissen und alles Vermehren unseres Wissens endet nicht mit einem Schlusspunkt, sondern mit einem Fragezeichen. Einsamkeit ist der Weg, auf dem das Schicksal den Menschen zu sich selber führen will. Wahrer Beruf für den Menschen ist nur, zu sich selbst zu kommen. Man hat nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Indem ein Mensch mit den ihm von Natur gegebenen Gaben sich zu verwirklichen sucht, tut er das Höchste und einzig Sinnvolle, was er tun kann. Niemand kann in anderen etwas sehen und verstehen, was er selbst nicht erlebt hat. Du solltest über kein Gefühl sagen, dass es klein oder unbedeutend sei. Wir leben nur allein durch unsere einfachen, schönen und wunderbaren Gefühle. Und jedes einzelne Gefühl, mit dem wir ungerecht umgehen, ist ein Stern, dessen Licht wir rauben. Wenn man etwas für recht hält, muss man es auch tun. Es wird alles immer gleich ein wenig anders, wenn man es ausspricht. Wenn man darüber redet, wird auch das Einfachste gleich kompliziert und unverständlich. Was lang leben will, muss dienen. Was aber beherrschen will, das lebt nicht lange. Die Praxis sollte das Ergebnis des Nachdenkens sein, nicht umgekehrt. Es kommt alles wieder, was nicht bis zum Ende gelitten und gelöst wird. Weich ist stärker als hart,
Wasser stärker als Fels, Liebe stärker als Gewalt. Alles Große in der Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss. Es gibt kein Denken ohne Fantasie, keine Fantasie ohne Einbildungskraft, keine Einbildungskraft ohne Inspiration. Die Wahrheit ist nicht immer schön, aber die Lüge ist nie schön. Unser Leben ist ein Geschenk, das wir jeden Tag auspacken dürfen. Schicksal und Charakter sind verschiedene Namen für dieselbe Idee. Das Chaos will erkannt und erlebt werden, bevor es sich in eine neue Ordnung verwandeln lässt. Du sollst dich nicht selbst verschenken, du bist zu teuer, du musst gewonnen werden. Die Welt zu durchschauen, sie zu verachten, mag großer Denker Sache sein. Mir aber liegt einzig daran, die Welt lieben zu können, sie und mich und alle Wesen mit Liebe und Bewunderung und Ehrfurcht betrachten zu können. Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr unheimlich. Jeder Mensch ist etwas Persönliches und Einmaliges, und anstelle des persönlichen Gewissens ein kollektives setzen zu wollen, das heißt schon Vergewaltigung und ist der erste Schritt zu allem Totalitären. Jeder Mensch ist liebenswert, wenn er wirklich zu Worte kommt. Von den vielen Welten, die der Mensch nicht von der Natur geschenkt bekam, sondern sich aus eigenem Geist erschaffen hat, ist die Welt der Bücher die größte. Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne Teppiche seinen Boden und kostbare Tapeten und Bilder die Wände bedecken. Die Jugend hört auf mit dem Egoismus. Das Alter beginnt mit dem Leben für andere. Die meisten Menschen haben Angst vor dem Tod, weil sie nicht wissen, wie sie leben sollen. Es gibt keine 1000 oder 100 beste Bücher. Es gibt für jeden einzelnen Menschen eine besondere Auswahl dessen, was ihm verwandt und verständlich, lieb und wertvoll ist. Schönheit beglückt nicht den, der sie besitzt, sondern den, der sie lieben und anbeten kann. Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Wenn wir einen Menschen glücklicher und heiterer machen können, so sollten wir es auf jeden Fall tun, mag er uns darum bitten oder nicht. Wer richtig liebt, der findet sich selbst. Die meisten aber lieben, um sich zu verlieren. Das Schönste an der Liebe ist, dass sie uns die Augen öffnet und uns das Wunderbare in der Welt zeigt. Unser Ziel ist es nicht, zueinander zu werden, sondern einander zu erkennen, zu lernen, den anderen zu sehen und ihn so zu ehren, wie er ist. Meine Aufgabe ist es nicht, anderen das objektiv Beste zu geben, sondern das meine, so rein und aufrichtig wie möglich. Du sollst dich nicht nach einer vollkommenen Lehre sehnen, sondern nach Vervollkommnung deiner selbst. Aller höhere Humor fängt damit an, dass man die eigene Person nicht mehr ernst nimmt.
Die Aufgabe des Dichters ist nicht das Zeigen der Wege, sondern vor allem das Wecken der Sehnsucht. Ein Buch lesen heißt für den guten Leser, eines fremden Menschen Wesen und Denkart kennenzulernen, ihn zu verstehen suchen, ihn womöglich zum Freund zu gewinnen. Wenn wir jemanden hassen, hassen wir an ihm etwas, das wir in unserem Inneren tragen. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt zu retten, sondern uns selbst zu retten. Wenn ich einen Menschen liebe, liebe ich ihn ganz. Ich liebe seine Stärken und seine Schwächen, seine Vorzüge und seine Fehler. Lerne von dir selbst, sei dein eigener Lehrer und dein eigener Schüler. Man ist nur unruhig, solange man noch Hoffnungen hat. Als Körper ist jeder Mensch eins, als Seele nie. Stets habt ihr Gott gesucht, aber niemals in euch selbst. Er ist nirgends sonst. Es gibt keinen anderen Gott, als der in euch ist. Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben, aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind. Das Glück ist ein Wie, kein Was, ein Talent, kein Objekt. Alt sein ist eine ebenso schöne Aufgabe wie jung sein. Wenn jemand, der wirklich etwas braucht, das dann findet, ist das kein Zufall, sondern er selbst ist dafür verantwortlich. Sein eigener Wunsch und sein eigenes Bedürfnis bringen ihn dorthin. Es gibt keine Wirklichkeit als die, die wir in uns haben. Solange du nach dem Glück jagst, bist du nicht reif zum Glücklichsein. Jeder Weg ist nur ein Weg und keine Richtung ist die einzig richtige. Das Glück ist immer da, man muss nur wissen, wie man es findet. Das Paradies pflegt sich erst dann als Paradies zu erkennen zu geben, wenn wir aus ihm vertrieben sind. Die Verzweiflung schickt uns Gott nicht, um uns zu töten. Er schickt sie uns, um neues Leben in uns zu erwecken. Die Dinge verändern sich nicht. Wir ändern uns. Nichts auf der Welt ist dem Menschen mehr zuwider, als den Weg zu gehen, der ihn zu sich selber führt. Wer sein eigenes Selbst gefunden hat, hat einen Schatz gefunden, den er für alle Zeiten bewahren kann. Schicksal, das wusste er jetzt, kam nicht von irgendwoher, es wuchs im eigenen Innern. Das waren Zitate von Hermann Hesse. In den Worten großer Persönlichkeiten liegt die Weisheit vergangener Zeiten verborgen. Lasst uns diese Worte als Inspiration nutzen, um unsere eigenen Träume zu verwirklichen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.